Chaqueta. Chaqueta. Gustav. Gustav. The smart who barely can restrain it. With so much generosity, there's no way to get it. Isabel. Isabel. No way to contain it. Great to the day. Lord Byron. Lord Byron. Prinzessin Kate von Frankreich. Prinzessin Kate von Frankreich. Ferdinand der Erste. Prinz Ferdinand der Letzte. Wir sind ja auch dran schuld. Nein, die Weiber nur lang. Doch wir haben uns in die Hände gespuckt und sie ihnen gegeben. Das ist Nein, natürlich. Sie sind schuld. Sie halten uns nur vom Lernen ab. Vom Lernen abhalten? Ja. Das macht die Wii, BSB, alle elektrischen Geräte. Coca-Cola. Ja, alles. Ofen. Ja. Ja, da müssten wir eben auf alles verzichten. Langweilig? Die Weiber sind einfach alle abportiert. Genau! Ja. Du bist eine Weiche. Tschüss. Tschüss. Das ist das beste Beispiel. Ja, das war eine einmalige Sache. Wir müssen immer auf alles verzichten. Verzichten? Ja, verzichten. Oder tschüss. Schwören! Genau, schwören! Das ist doch idiotisch. Was uns ich bin idiotisch. Wir schwören. Ich bin dagegen. Ich schwöre auch ab. Einen Moment. Was heißt schwören? Schwören ist ein Versprechen über Gott. Aha. Wenn du das Versprechen brichst, dann kommst du ins Fegefeuer. Cool. Und noch ein paar Stockwerke drunter. Ganz kurz, ich habe einen Salat im Ofen, ja. Katze, bist du eine Frau? Also, bist du ein Mann? Ein elektronisches Gerät? Gut. Lasst uns schwören. Ich bin dagegen, wollte ich nur nochmal sagen. Abgemacht, die Wette gilt, und wer sie bricht, der wird gedreht. Abgemacht, die Wette gilt, und wer sie bricht, der wird gedreht. Abgemacht! Nein, so bescheuert diese Buben. Die können es nicht einmal, nur weil wir da jetzt reinkommen. Die rennen schreit davon. Nein, das sind wirklich hirnlose Trotteln. Aber, aber habt ihr das gehört? Ja, ja, genau. Sie haben einen Schwur geschworen. Und zwar, sie wollen ein Jahr lang ohne Computer, BSB, Nintendo, Fernsehen und ohne Gitschen. Das geht ja nicht, oder? Nein, nicht. Aber es könnte ganz vielleicht doch gehen. Ich hab's. Wir müssen es verhindern. Ich habe eine Idee. Also,
dieser Lord Byron da, der ist genau der Richtige für dich. Verführ ihn. Nein, ich finde das eine blöde Idee. Du machst, was ich sage und geh. Okay. Du. Dieser Longneville kommt mir etwas unheimlich vor. Verführen und enttäusch mich nicht. Okay. Du. Diesen Kostar musst du bestimmt irgendwie rund bekommen. Ist ja keiner mehr. Denn ich nehme die Schlaftablette von Navarra höchstpersönlich. Nicht einmal diesen blöden Kostar traut sie mir zu, aber diesen Kater, den werde ich mir schon schnappen. Muintele, na komm her. Muinti, Muinti, komm. Ja, komm. Nix, Muinti, Muinti, das ist meine Muinti. Schäme dich, Kater, gleich hast du den Schwur, sich mit diesen Ungeheuern einzulassen. Das ist wirklich schämlich. Morgen habe ich Mathe-Test. Ohne Weimar geht's eh viel besser. Also, jetzt knacken wir den Longneville, sozusagen zum Aufwärmen. Mädchen BSB. Und der Kommandant! Mal wieder. Hab's nicht mal vermerkt. Ja, läuft, läuft, läuft. Das! Ja! Keine elektrischen Geräte. Dazu gehört die PSP, der Fernseher, die Wii, der Computer, der Ofen, das Radio, das... keine mehr an. Vielleicht der Brennsagen und der wird sehr sauer sein. Sehr sauer. Ja, aber ich habe nicht Döner vom Spiel gehört und das hört man halt ganz... Meine Katze hat alles gekriegt. Stimmt's gut? Okay, wir sehen nichts mehr. Thank you.
Plan B. Beat. I'm the king of the rumba beat. When I play the maraca,
Prinz, haben wir in der Nacht etwas gefeiert? Ja, stimmt. Hängt nicht auf. Aber die Sahne an ihrem Mund schon. Ja, das ist mein Mund. Ja, und hier riecht sie über nach Seifenzahn. Okay, ich wische es weg. Nochmal weg. Später putzen. Mutti, Mutti, Mutti. Kim? 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 Ach, da bist du ja. Du bist ja so ein netter Kater. Für jetzt bleibst du immer bei mir. Ja. Und du, Kater, schäme dich, schon zum dritten Mal habe ich erwischt. 7 Tage kein Wasser. Bei Brot und Tee. Leute,
gerne. Dankeschön. Oh, danke. Das darf nicht nochmal passieren. Schade, das war echt peinlich. Ihr kennt Rosalie. Ja. Ihr Name, sie riecht wie die Blume, die sich in ihrem Namen versteckt. Wie soll man so jemandem eine Liebeserklärung schreiben? Sagt mir das mal jemand. Ganz genau. An einer Graffiti-Wand, wenn es sie zum Bäcker geht. Da sieht es jeder. Deshalb hier drauf werde ich eine Liebeserklärung an Sie schreiben. Nur was soll ich schreiben? Mir fällt nichts ein. Ich könnte sowas nehmen wie: Du bist der einzige Stern an meinem Sternenhimmel, obwohl es sehr viele Sterne gibt. Also man könnte auch, ich würde, ja, sowas Schlichtes. Willst du mit mir gehen? SMS! Ja, das versteht jeder. W. D. G. Lord Byron plus Rosa. Oh, okay. Wow. Ich muss es dir sagen. Aber wenn ich einen Brief schreibe, könnt ihr an falschen Händen geraten. Und wenn ich ein SMS schreibe, zeigt sie es den Hofdamen. Ich muss sie anrufen. Hallo, Prinzessin Kate von Frankreich. Wo bist du gerade? Bist du allein? Ja, weil ich wollte dich nur was fragen. Ich wollte dich nur fragen, willst du mit mir gehen? Ups, da kommt jemand. Ich muss es einfach der Maria sagen. Maria, bist du alleine? Hast du heute Abend Zeit? Willst du mit mir gehen? Oh, was tust du denn da? Sicher nicht telefonieren. Ich dachte, wir hatten einen Schwur geschworen. Das dachte ich auch. Was hab ich getan? Du hast auch telefoniert. Was hast du getan und ich nicht? Oder? Du hast auch telefoniert. Nein, ich habe nichts getan. Doch, hast du? WDRMG? Lord Byron plus Rosa? Was? Welche Dose Marmelade machst du gern? Ha? Siehst du, ich hab sie nur... Hallo? Also, damit das hier mal klar ist, da bekommst du meine Antwort, Prinz Ferdinand von Navarra. Wach du erstmal auf, wenn deine Rösenschlacht dann vorbei ist, also ungefähr in 100 Jahren, kannst du mich diese Frage nochmal fragen. Ach ja, und dein Bart sollte dann auch echt sein und nicht ausschauen. Ciao, ciao. Ciao. Und lange will, mit dir will ich auch nicht gehen. Bevor du nicht vor deinem Dreirad heruntergestiegen bist, werde ich nicht mit dir gehen. Als Motorradführerschein machen, Kleiner. Tschüss, tschüss. Du, Costa, wenn du noch nicht stark genug bist, mich auf deine Hände zu tragen, dann kannst du mich wieder fragen. Marmelade mag ich nicht so gerne, lieber Schokolade.